mit dieser DVD stellen wir viele neue innovative Trainingsbausteine vor, um sehr komplex und belastungsintensiv trainieren zu können. Dies vor allen Dingen aufgrund der knapp bemessenen Trainingszeit. Athletik in längeren spielfreien Phasen ist mit Sicherheit ein ganz wesentlicher Aspekt, aber das Kopffreimachen der Spieler halte ich für genauso elementar. Und deswegen haben wir uns Athletik-Elemente einfallen lassen, die einen hohen Spiel- und damit einen hohen Aufforderungscharakter haben. Zum einen haben wir als Schwerpunktthema die Wintervorbereitung, Strich die Vorbereitung, die über 2-3 Wochen spielfreie Phasen geht. Wir haben mittlerweile eine DVD rausgebracht, die sich gesondert mit dem Torwarttraining beschäftigt und letztendlich Training mit zwei Mannschaften in verminderter Spielerstärke. Auch das wird hier in der vorliegenden DVD im Detail besprochen. Und wenn wir von Wintervorbereitung sprechen, dann sprechen wir eigentlich auch über Zeiträume, die längere Spielpausen beinhalten. Das ist ja vergleichbar, das kommt auch zu anderen Zeitpunkten in der Saison vor. Oder aber für Zeitpunkte, die wir dazu nutzen wollen, nochmal physisch Akzente setzen zu wollen. Trainingslager, Kurztrainingslager, auch Trainingslager, die vor Ort ausgeführt sind, sind den allen Kollegen geläufig. Um belastungsintensiv trainieren zu können, haben wir eine kleine Neuerung einfallen lassen, die sogenannten Preparation Days, Prep Days, die wir in drei verschiedenen Varianten durchführen. Den Prep Day Strength, der sich vor allen Dingen mit der Kräftigung beschäftigt, mit dem Schwerpunkt. Den Prep Day Endurance, der als Schwerpunkt den Ausdauerbereich pusht und den komplexen Prep Day, der eben alle Inhalte berücksichtigt, neben einem sehr handballspezifischen Training.